Gott, das Ding ist so komisch. Wir werden heute mal live kochen. Du willst es die ganze Zeit währenddessen halten? Ich stelle das gleich mal davon drauf. Ah ja, okay. Vielleicht ist es besser. Was machen wir? Wir sind ja, also wir haben heute das Video hochgeladen, wo wir bei, wer weiß denn sowas, in der NDR-Show von, nee, in der ARD-Show mit Kai Pflaume waren. Und da haben wir gelernt, dass man, wenn man keine Ramennudeln nach Hause macht, man aus Spaghetti mit Backpulver welche machen kann. Und das werden wir heute mal in einem kleinen Live-Kochstream ausprobieren. Genau. Ich bin mal gespannt. Live haben wir ja noch nie gekocht. Ich guck mal, ob ich das Handy da hinten draufstellen kann. Was brauchen wir denn überhaupt dafür alles? Spaghetti, Ramen und Kochtopf. Nee, Spaghetti, Backpulver und Kochtopf. Okay. Sollen wir schon mal raussuchen? Ja. Ah, du hast Sojabohnen geholt, ne? Hab ich auch. Das hier? Genau. Das sind Sojasprossen. Okay. Sojasprossen haben wir. Wie dreht man die Kamera? Die drehen die Kamera? Ja, ich glaube schon. Sekunde. So. Das ist der Kochtopf. Das sind Sojasprossen. Jan holt gerade die Nudeln raus. Spaghetti. Und Backpulver. Weil durch dieses Backpulver wird das irgendwie so. Jetzt Natrium oder was da drin ist, ne? Okay. Jetzt so eine Reaktion an mir bekannt. Ich guck mal, ob ich das Handy da draufstellen kann. Dann ist das ein bisschen einfacher. Ja. Und, so. Gucken, ob das hält. So hält's sogar. Bisschen runter. So, du kannst ja schon mal loslegen. Ich stelle nochmal gerade die Kamera ein. Schön, dass schon so viele Leute am Start sind. Das ist echt schön. Schon 2000 Leute. So, ich hoffe mal, dass... Wir hoffen jetzt einfach mal, dass das hängen bleibt. Stehen bleibt, sonst ist wahrscheinlich das Stativ und die Kamera am Arsch. Aber das wird schon funktionieren. Okay, let's go. Herzlich willkommen an alle, die da sind. Schön, dass so viele es hier hingeschafft haben. Mach mal nicht erst das Wasser rein. Ich guck nur, dass es nicht zu viel ist. Mach ich die Kamera besser, die Kamera sieht man nichts, glaube ich. Wunderbar, bemisst du das immer so, wie viel du da reinmachst? Dann, wenn ich, wenn es voll ist. Bis ganz oben? Nicht bis ganz oben, sonst kurz darüber, weil die sich ja auch noch mit Wasser vollsaugen. Ah, okay. Soll ich schon mal irgendwas abwiegen oder so? Muss man irgendwas abwiegen? Nee, ich habe keine Ahnung, wie viel Backpulver da rein muss. Also wir kochen quasi einfach die Spaghetti und packen Backpulver rein. So zwei Tüten oder sowas? Genau. Ich würde die erstmal, hat er gesagt, direkt reinmachen oder? Ja. Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ich weiß ja nicht mal, was Ramennudeln sind. Echt nicht, das sind diese asiatischen Glasnudeln. Das sagt ihr vermutlich auch. Doch, Glasnudeln sagt mir sogar was, aber ich wusste nicht, dass es das gleiche ist. Okay. Oh, ich mach wohl das Schrank ganz schön. Das hört sich irgendwie komisch an. Ja, vielleicht, weil sich dieses Natrium da drin auflöst. Das riecht wie so eine Brause. Es hört sich auch so an wie eine Brause. Uns geht es sehr gut, danke der Nachfrage. Kein Öl ins Wasser, nee, haben wir auch nicht, oder? Nee. Nein, haben wir nicht. So. Ja, sonst brauchen wir nichts mehr, oder? Eigentlich ist das voll unspektakulär, das zu kochen, fällt mir gerade so auf. Jetzt warten halt. Bis das Wasser kocht, ne? Genau. Sollen wir, aber ich hatte ja die Idee, Rührei reinzumachen. Das macht man ja bei chinesischen Nudeln auch manchmal, dass man das immer... Nicht da rein. Nee, aber sollen wir da eine Pfanne nehmen und das da reinmachen? Ja, das würde ich später machen, weil die viel schneller fertig sind als das Spaghetti. Ach so. Das kommt erst ins kochende Wasser, schreiben die. Ach so, dann nehmen wir uns das für das, dann auch wenn es anfängt zu kochen. Was kocht ihr? Wir kochen Ramennudeln. Richtig? Genau. Mit Nudeln erst in den Topf, wenn es kocht. Ja, Leute, ihr wisst doch, wir sind keine Profis, okay? Wir machen das nicht so oft. Deswegen seid uns da nicht böse, wenn wir das mal ein bisschen verkacken. So. Sonst schreibt uns auch gerne mal Fragen oder sowas in den Chat. Dann können wir ein paar Fragen noch nebenbei beantworten, wie wir hier, wenn wir hier
während wir auf die Nudeln warten, weil das dauert ja wahrscheinlich ein bisschen, bis die angefangen haben zu kochen. Genau. Ich könnte den Deckel jetzt auch nicht drauf machen, weil die halt noch ein bisschen rausstehen. Da fragt einer, ob ich weiß, wie viel Wasser in Nudeln kommt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe da sonst immer ein Rezept für benutzt. Kommt das nicht in, auf die Menge der Nudeln an? Ja, aber wo, wie viel Liter auf wie viel Nudeln? Das ist eigentlich egal. Wenn die halt weich gekocht sind, kann man den Rest auch einfach abschütten, wenn es zu viel war. Das ist ein gutes Argument. Erstmal vielen, vielen Dank für Sophie, die uns hier 5 Euro spendet. Meine Box kam heute, hat mich so gefreut. Danke für alles. Das freut uns, dass dir die Box gefallen hat. Das freut uns sehr, dass es dir gefallen hat. Vor allem freut uns das so sehr, dass die Box so gut bei euch angekommen ist. Und die war ja relativ schnell ausverkauft, ne? Wirst du eigentlich mal in deiner Wohnung kochen, Tim, oder nur Essen bestellen? Also das Ding ist, meine Küche ist halt noch nicht aufgebaut und das wird, glaube ich, auch noch ein bisschen länger dauern, bis das soweit ist. Und deswegen dauert es wahrscheinlich noch ein bisschen. Ich bin mit dem Stativ hier irgendwie überfordert. Das wackelt immer so komisch. Das bewegt sich ja auch die ganze Zeit, ne? Krass, dass bei allen heute die Box angekommen ist. Vielen, vielen Dank für euren Support, Leute. Ist halt voll schwer, den Chat so zu lesen. Wie lange? Das haben wir schon voll oft beantwortet. Katterzahn, vielen, vielen Dank für 7 Euro. Beste Unterhaltung im Zwangsurlaub. Blöd, wenn man mit Verdacht auf Bänderriss zu Hause sitzt. Dann auch noch so kurz vor Weihnachten. Das ist vielen echt scheiße. Dank und dann wünschen wir dir alles Gute, besser, alle gute Besserung dir. Aber Verdacht auf Bänderriss. Leute, wir haben das Salz nicht vergessen. Wir warten nur, bis das Wasser anfing zu kochen. Wie alle das mit dem Salz reinschreiben. Ah, das. Ich versuche erstmal. Vielen, vielen Dank auch an Shani, die 3,49 € spendet. Pizza zum Frühstück ist einfacher, oder Tim? Ja, das stimmt. Bestellen ist generell einfacher als kochen. Wer ist denn da am Start? Mibel! Vielen, vielen Dank für 25 Euro. Bei mir Dankeschön. Kam heute auch der Match. Ach krass, du hast ja auch eine Box bestellt. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Hat uns voll gefreut. Die Kisten waren ja auch richtig schnell rausverkauft. Das stimmt, da sind die wohl sehr gut angekommen. Laura, dir auch vielen Dank für 10 Euro. Hey Jungs, meine Box kam heute und man sieht, wie viel Mühe da drin steckt. Ja, das stimmt, wir haben da wirklich viel Zeit rein investiert. Das Ding ist, wenn wir Merch machen, wollen wir halt auch nicht, dass wir euch irgendeine Scheiße da andrehen, sondern das soll dann auch wirklich gut sein und qualitativ. Deswegen setzen wir uns auch immer voll oft da sehr lange dran, damit das Endergebnis auch so wird, wie wir wollen. Boah, hier dieses Stativ, Alter. Kocht's schon? Bisschen. Versuch sie noch so komplett da rein zu tun. Wer hat das Bild von Jan im Hintergrund gemalt? Ich glaube, das ist vom Live-Event, ne? Genau, das ist vom Live-Event. Ich weiß gar nicht mehr genau, wer es gemalt hat. Wir hatten da ein paar Bilder so ausgesucht vor der Live-Show. Und das ist eines davon. Die anderen beiden sind im Streaming-Zimmer. Aber das sieht schon echt krass aus. Also echt krass. Wenn ich so zeichnen könnte, wäre ich echt stolz auf mich. Also das ist wirklich richtig, richtig heftig. Boah, so viele Donations, ich komme gar nicht hinterher. Die Tians Pommes Leon, die spendet 5,49 €. Hey Jungs, ich muss noch ein bisschen warten, bis die Box und der bestellte Merch zu mir kommen. Danke für die Unterhaltung. Sehr, sehr gerne. Und ja, nach Österreich dauert es ja immer ein bisschen länger wahrscheinlich vom Versand her, ne? Vor allem jetzt während Corona. Shelly, dir auch vielen, vielen Dank für 16 Euro. Und Jesse, danke für 5 Euro. Das Schönste am Zwangsurlaub und der Ausgangssperre seid ihr. Oh, das ist süß, danke schön. Kommt noch ein Video mit Mario beim Weihnachtsgewitter. Beim Event waren eure Mamas so lieb und Tina hat wirklich ein Herz aus Gold. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Da müsst ihr euch überraschen lassen. Ich muss sie mal fragen. Auch danke an Uschi und danke an Sabrina für 5 Euro. Meine Box kam auch heute. Der Pulli und die Socken sind so toll. Was habt ihr eigentlich mit meinem Häkelbild gemacht? Das wird noch aufgehangen, ne? Das ist auch im Streamingzimmer. Es befindet sich noch im Streamingzimmer, genau. Zu viel Wasser ist eigentlich egal. Denke ich, das Wasser muss halt kochen und die Nudeln müssen ganz bedeckt sein und kommen ins kochende Wasser. Ja, gut. Dann muss man da ja nicht. Gut, ich hab da direkt heißes Wasser reingetan. Was wir von Fridays for Future halten. Finde ich eine ganz gute Bewegung. Ja, voll. Wenigstens gibt es Leute, die sich für Umweltschutz einsetzen. Ich glaube, dass das somit das wichtigste Thema momentan in unserer Gesellschaft ist. Ne? Finde ich cool, wenn man sich dafür engagiert, auf jeden Fall. Es kocht schon.
Muss man mit diesen Sprossen noch irgendwas machen? Oder werden die einfach nur reingehauen? Also den Kohletopf, der ist nur dazu da, um die Nudeln aufzukochen, der war da nicht. Okay, und dann machen wir das später in die Pfanne? Ja, wir können es dann am Ende anbraten. Ah, okay. Unscharf, ja, sorry, die Kamera ist nicht die beste, ich mach das dann mit dem Handy. Auch oh, 4000 Leute sind schon am Start, krass. Heftig. Alexander, herzlich willkommen und vielen, vielen Dank an Anja, 14 Euro. Grüße aus dem Corona-Zwangsurlaub. Boah, krass, so viele, die zu Hause sind, ne? Aber wahrscheinlich sind jetzt eh fast alle im Homeoffice, oder? Ups. Oh, jetzt kommt das über. Ist ja nicht so schlimm. Das liegt aber nicht an dem Wasser, ne? Das liegt ja wahrscheinlich am Backpulver, oder? Ja, das, ich denke beides. 50 Euro von Nisa, Nisebakre. Hey, erstmal Respekt für das Video. Letzten Dienstag Mobbing kann ich aus meiner Schulzeit damals leider gut nachempfinden, aber ihr müsst wissen, dass ihr definitiv zu den Gründen gehört, für die ich weitermache. Alles, danke, also danke für alles, euer Nick. Vielen, vielen Dank auch für die lieben Worte. Es bedeutet uns viel, wenn wir sowas geschrieben kriegen. Dann, vor allem das Mobbing-Video war auch echt nicht so einfach für mich, aber umso mehr hat es uns gefreut, dass das so gut bei euch angekommen ist. Leider ist YouTube momentan ein bisschen nicht so ganz auf unserer Seite, was so Content und sowas angeht. Aber deswegen freut es uns umso mehr, dass ihr die Videos feiert, so wie sie sind. Leider wurde das Video ja nicht weiter empfohlen oder keine Ahnung was, weil es wieder auf gelb geschaltet wurde. Aber das sind wir ja gewöhnt mittlerweile, ne, lieber Jan? Ja, allerdings. Das ist nicht das erste Mal, dass das passiert. Nee, leider nicht. Die sind aber jetzt echt schon glasiger geworden. Die sind aber noch nicht ganz durchgekocht. Ich muss es auch mal niedriger stellen, damit es nicht die ganze Zeit überkocht. Ob ich schon mal bei einer Panikattacke von dir dabei war? Nee, warst du nicht. Ich weiß nur, dass du einmal eine hartes Fass, wo wir zu Mc's fahren wollten, das weiß ich noch, wo noch ein anderer Freund dabei war, da wollten wir noch was essen fahren und dann meinst du, dass es dir nicht so gut geht. Aber da weiß ich nicht, ob du eine richtige Panikattacke hattest oder ob es dir da einfach nur schlecht ging. Ich erinnere mich nicht daran. Das ist auch schon wie länger her. Kater hat Zahn für 5 Euro, freue mich schon, wenn Montag mein Merch kommt, liebe Grüße an Jesse, das verrückte Huhn. Schöne Grüße, Jesse. Liebe Grüße. Hitler. Auch was steht da? Spaghetti, circa nur 7 Minuten kochen. Das sind halt keine Spaghetti, das sollen ja Rahmnudeln werden. Deswegen schütten wir ja das Backpulver da rein. Die Laura Müller folgt uns. Herzlich willkommen, Team Pommes, und danke an Uschi für 5,49 Euro. Ich bin Wendler von uns. Geschwister ab mit eurem Stream ist sehr nice. Meine Schwester und ich feiern euch. Schöne Grüße, Uschi. Dankeschön. Uschi, Moschi. Und Gabriel, danke, herzlich willkommen, Team Pommes. Und Jesse, danke für 5 Euro. Meine Tochter feiert eure Lieder. Sie singt zu Hause immer und Grüße an Katazan. Wie bekommt man die Box von euch? Die ist leider schon ausverkauft, Freunde. Deswegen wahrscheinlich erstmal nicht mehr. Das war ja quasi die Box, die Weihnachtsbox von diesem Jahr. Und vielleicht machen wir nächstes Jahr nochmal eine, aber das wissen wir noch nicht. Müssen wir mal gucken. Aber sie ist ja eigentlich ganz gut bei euch angekommen. Genau. Gut. Ne, Jan hat mich noch nie geschlagen. Könnt ihr mal ein Video mit Montana Beck machen? Das haben wir sogar schon gemacht. Das Bild von Falco muss aufgehängt werden. Ja, da habe ich sogar schon mit Falco drüber geredet. Wir wissen nur noch nicht, wo hier der perfekte Punkt ist, ne? Weil hier ist halt nicht so viel Platz, um was aufzuhängen. Genau, weil hier die Durchgänge offen sind. Ja, man könnte es vielleicht höchstens da unten an die Theke machen, aber dann gehen da bestimmt die Stühle gegen, ne? Ist ja auch nicht so die beste Lösung. Gian Claudio, Toni, danke für 48 Schweizer Franken. Vielen, vielen Dank, Mann. Hallo, das Video über Mobbing hat mich sehr berührt. Schön, dass du so offen darüber sprichst. Ja, danke dir auf jeden Fall für deine Unterstützung. Einbruch. Was sagt Revi zum Mobbing-Video? Weiß ich nicht. Hat er darauf reacted? Ich habe keine Ahnung. Nein, noch nicht. Vielleicht tut das ja noch. Wissen wir nicht. Die Boxen sind ausverkauft, genau. So. Sollen wir dazu denn schon was willst du noch ein Paket reinmachen? Ja, ich mach mal zwei. Ich bin noch nicht so glasig. Mal gucken, ob das überhaupt was bringt, weil Rahmnudeln sind ja eigentlich auch weiß, ne? Also durchsichtig so ein bisschen. Das ist bestimmt durch das Natrium.
oh Mann, ihr müsst sowas mal auf YouTube ankündigen. Leute, das Ding ist momentan zu diesem ganzen YouTube-Thema, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir kündigen sehr, sehr viel auf YouTube an, auch was Videos angeht und was Uploads angeht, und so gefühlt 10% der Menschen werden die Videos nur angezeigt. Keine Ahnung, warum das so ist, aber momentan ist es ein bisschen schwierig. Marion ist auch am Start. Oh. Vielen, vielen Dank für 50 Euro. Hey Jungs, besser starten das Wochenende. Euer Weihnachtsgewitter ist wirklich genial. Richtig gute Mischung. Respekt für deine Offenheit wegen Mobbing und ein dickes Danke für eure ganze Arbeit. Fette Umarmung. Ja, danke Marion. Liebe Grüße an dich. So, okay. Noodles. Dauert noch. Aber die sehen auf jeden Fall anders aus als normal. Ist ein bisschen Wasser reingesogen, ne? Warum wir Backpulver ins Wasser tun, das liegt daran, dass wir von einem Lifehack gehört haben. Oh Gott, die Kamera ist gerade ganz falsch. wir haben von einem Lifehack gehört, bei dem man damit Ramen-Nudeln machen soll. Können soll. Das wollten wir jetzt mal ausprobieren, ob das wirklich funktioniert. Bis jetzt hält es sich noch in Grenzen. Naja. Könnt ihr noch mal ein Video mit Monte machen? Ja, bestimmt. Ist halt wegen Corona momentan ein bisschen schwierig, ne? Und der war halt auch mit seinem Umzug beschäftigt, da wollten wir ihn natürlich auch nicht nerven, weil es ja auch viel Arbeit war. Auf immer mit Adventure Buddy trinken. Können wir machen. Finde ich ja sehr interessant, was der so für Locations besucht, ne? Stimmt, wir gucken eigentlich beide seine Videos regelmäßig, ja. Wegen diesen Lost Places und sowas. Das finden wir richtig interessant. Boah, 4500 Zuschauer schon, Leute. Dankeschön. Und deswegen gerne. Wenn er mal Interesse daran hat. So. Was hat Jan dazu bewegt, sich vegetarisch zu ernähren, ist eine Frage. Tierschutz. Ja. Ich mag Tiere gerne, sehr gerne, aber nicht zum Essen. Ist nicht böse gemeint. Achso, hier gibt's gerade eine Frage wegen dem Pommeskissen. Ist nicht böse gemeint, aber sind diese Preise für das Pommeskissen fair? 40 Euro ist doch sehr teuer. Haben wir eins hier, was ich kurz zeigen könnte noch? Ich weiß es nicht genau, ob die... Also tatsächlich haben wir den Preis schon ziemlich stark runtergebracht. Wir haben nämlich zuerst überlegt, ob wir die überhaupt verkaufen können, weil der originelle Preis bei knapp 80 Euro lag. Es ist halt, die werden in mehreren verschiedenen Ländern gleichzeitig produziert und die werden ja gestickt. Und diese Pommes obendrauf werden einzeln befüllt. Das ist also eine ganze Menge an Handarbeit. Und wenn wir die wirklich komplett billig verkauft hätten, dann wäre das auch wieder irgendwo gegenüber den Arbeitern und Arbeiterinnen, die das machen, eine extreme Ausbeutung. Daher finde ich 40 Euro für die Kissen schon sehr, sehr günstig. Also wir haben es bewusst reduziert von knapp 80 Euro auf 40 Euro und sind auch sehr froh, dass wir das hinbekommen haben. Weil wenn wir die angenommen für 10 Euro oder was auch immer verkaufen würden, dann das... Das wäre Sklaverei, also das sowas machen wir sehr bewusst nicht. Daher ist 40 Euro nicht teuer. Ja, wie Jan halt schon gesagt hat, das Ding an den Kissen ist halt, was der Unterschied zu den normalen, also normalen Kissen macht, zu normalen runden Kissen quasi. Wir haben ja oben diese ganzen einzelnen Pommes-Dinger, die aus dieser Pommes-Tüte rauskommen. Und die müssen halt alle einzeln befüllt werden mit, was ist das überhaupt, Baumwolle? Ja, ne? Ja. Mit Baumwolle. Und alleine dieser Schritt, das ist eigentlich das kostenintensivste daran, dass du alles einzeln beflocken musst und einzeln, nicht beflocken, Alter, befüllen musst. Und deswegen kosten die halt ein bisschen mehr, aber man muss wirklich sagen, die sind von der Qualität her top. Also die werden nie kaputt gehen oder sonst irgendwas. Und ihr werdet da auf jeden Fall einiges von haben. Deswegen lieber vielleicht etwas mehr bezahlen, obwohl ich nicht wirklich finde, dass das viel Geld ist. Und dann lebenlang was davon haben, als dann einmal was zu bezahlen. Und die dann nach einem Jahr wegschmeißen zu können, weil die für den Arsch sind. Deswegen, ja. Wie lange wir Revi schon kennen? Seit letztem Jahr von der Gamescom, oder? Genau. Da haben wir den, glaube ich, kennengelernt. Also letztes Jahr im Juli circa. Also 40 Euro ist viel Geld, das, klar ist das viel Geld, aber ich sage, es gibt auch diesen Spruch, wer billig kauft, kauft zweimal, ne?
das einmal, aber 40 Euro, gut, das ist durchaus nicht wenig Geld, aber für so ein Kissen halt unter den Umständen, wie es produziert wurde, das sind ja viele Leute, die daran pro Kissen arbeiten, auch im Ausland, und daher ist in dieser Hinsicht 40 Euro nicht viel für das Kissen. Frag halt jemand, ob die Kissen feuerfest sind. Ich würde es nicht ausprobieren. Nee, will ich auch nicht ausprobieren. Bitte kein Feuer daran. Das wäre gut. Was aus meinem Wasserschaden wurde, tatsächlich hat sich das als gar nicht so schlecht für mich entpuppt, weil dadurch meine Küche komplett umsonst renoviert wurde. Also was heißt umsonst, ich musste das halt nicht mehr machen. Die Versicherung von der Firma hat das halt getragen, weil ich überall an der Decke so Wasserflecken hatte. Aber das war eigentlich gar nicht so schlecht. Zu Paluten haben wir keinen Kontakt, nee, leider nicht. Aber ich weiß, mit wem der bumst. Leider haben wir keinen Kontakt zu ihm, aber wir sehen seine Reactions immer, ne? Wir haben indirekten Kontakt. Ja, über Streams halt. Nein, über die YouTube-Fotze. Ja. Die Streams können wegen YouTube nicht hochgeladen werden. Ja, das kommt auch dazu, das ist halt meistens, ja, wenn... Ey, au! Voll in die Leber. Das ist... Gut, dass du nicht weißt, wie Leberhaken geht. Ein was? Ein Leberhaken. Was ist das? Wenn du die Leber geschlagen kriegst und dann bist du knocked out, weil du dich übergeben musst. Was ist, wer kommt auf sowas? Den habe ich damals von einem von den Leuten bekommen, die mich gemobbt haben. Echt? Seitdem weiß ich, was es ist. Opa Gandalf, danke für 5 Euro für Weihnachten. Vielen, vielen Dank. Auch vielen Dank an BlindTech bei CEO für 5 Euro. Vielen Dank an euch für eure tolle Arbeit. Ich habe euch sehr gerne. Ihr betreibt einen kleinen YouTube. Was geht hier gerade ab? Ihr betreibt einen kleinen YouTube-Kanal. Tust du gerade den Wind wegschlagen, damit sie nicht so riecht? Ihr betreibt einen kleinen YouTube-Kanal für Blinde und Sehbehinderte. Ach, du betreibst den. Ja, dann schaut dort gerne mal vorbei, Leute. Und dir weiterhin viel Glück mit deinem YouTube-Kanal. Auch vielen Dank an Sasa02. Hi! Das ist jetzt nicht passiert. Leute. Digga, ist... Moment. Digga, das ganze Stativ... Kannst du auch für mich mit Sachen abzuwerfen? Ja. Das ganze Stativ ist nass. Alter. Du, das mal besser auf das Parkett. Ey, ach ja, sorry. Ich wollte das Ding abtrocknen. Ich weiß nicht, wie viel Wasser das aushält. Jan soll lauter sprechen. Nein! Sekunde, ich mach kurz das Packen. War ja zum Glück nur Wasser, oder? Ja, war Wasser. Kannst du deine Füße kurz auf den Teppich trocknen? Ja. Kommen die Pommeskisten noch mal in den Shop? Können wir noch mal machen. Denke ich mal. Wenn die so gut bei euch angekommen sind, das war ja erstmal so ein kleiner Test. Wir wussten ja nicht, wie gut das bei euch ankommt. Und Henry ist nicht hier, ne, der ist zu Hause. Sorry, wenn ich hier einige Donations nicht mitkriege, Leute, aber das ist so schwierig, weil die gehen direkt weg. Julia, danke für dein Upgrade zum Golden Pommes Club. Danke an Pontes, schönen guten Abend, schön, dass du da bist. Auch herzlich willkommen an Sven im Team Pommes und an Britta 14 Euro. Ich habe noch kein Pommeskissen bekommen. Ich denke mir, dass 40 Euro gerechtfertigt sind. Ich gucke einfach, wann die morgen wieder reinkommen. Solange freue ich mich auf morgen, wenn meine Box kommt. Ja, das freut uns doch sehr. Ist das Kissen beständig gegenüber Katzen, wird hier gefragt. Gegenüber Katzen? Ja. Inwiefern? Vielleicht, ob die die kaputt kriegen können. Also sagen wir mal so, wenn die Katze da selber wie ein reinbeißt und das rumschleudert, ich weiß es nicht, aber ich bin mir sicher, dass Labrador und die Tim einen hat, die würden das mit Leichtigkeit kaputt kriegen. Der Henry kriegt halt alles kaputt, ne? Auch dein Penis. Nee, den, was machst du? Nein, oder Stativ, was jetzt? Also, wenn du willst, scheiß dich noch mehr rein. Nein, bitte nicht. Das machst du nicht. Das mache ich nicht. Das ist nämlich Alkohol. Ja, normaler Fett von Gewitter am Kopf. Ja. Ja. Und der Ruf ist im Arsch. Trink um schnell. Nö. Nein, nimm mir das bitte nicht weg.
Das kriegt der Tim zum Frühstück. Kabinettsparlament. Oh, das hat er früher im Abi gesoffen. Ja, und das hat er geklaut. Du wolltest das. Was machst du? Jetzt tu das Ding nicht immer in den Topf stellen. Tunke, tunke. Gib mir ein Spielzeug. Das ist kein Spielzeug. Das ist Edelstahl. Ach, das ist ja nur eine Gabel. Oh, die sieht schön aus. Ja, ich habe mir schwarzes Besteck und schwarze Teller bestellt. Doch, gefällt mir gut. Ja, ich finde auch die Löffel ganz nice. Ist da noch Kleber dran? Ach nee, das ist nur von den Nudeln. Genau. Jetzt habe ich hier, glaube ich, gerade eine 50-Euro-Donation übersehen. Alles okay, oder? Ich halt mal lieb. Du Lackaffe. Was für Lackaffe? Soll ich dir einen Spiegel geben? Was ist denn das jetzt für eine Beleidigung? Lackaffe. Ha. Hey. Wie der erste Bachelor vor 8 Jahren. So, und das ist für alle, die denken, dass wir das faken würden. Es ist nicht gefaked. Wie sehen die Nudeln aus? Soll ich kochen oder nicht? Ja, doch, du sollst kochen. Ich wollte ja nur fragen, wie es aussieht. Ich wollte ja nur fragen, wie. Ich schneide ein Ei in deine Fresse und zwar kein Ei aus der Box. Das ist ein Mobilstream, genau. Ich streame mit dem Handy gerade. Habt ihr Angst, dass im Livestream private Infos gesagt werden? Nein. Die habe ich gerade geleakt. Der Tim säuft. Auf der Arbeit und auf der Fahrt. Warum musst du immer deinen Kühlschrank dafür aufmachen? Das gehört alles dem Tim. Alles. Herr Reisdorf. Alter, ich glaub das nicht. Vielen, vielen Dank an Smurfy für 50 Euro. Nee, ich hab's abgemacht. Liebe Grüße an euch, das Jahr ist zwar noch nicht ganz rum, aber ich wollte auch einmal Danke sagen. Cola. Magst du keine Cola? Das ist keine Cola. Das ist Cola. Das ist Traubensaft. Das wissen wir beide und davon krieg ich Durchfall. Kannst du mich jetzt bitte in Ruhe lassen? Wie Bootshaus. Au! Trink es! Nein, ich will das nicht trinken. Ich mag das nicht. Ich muss sagen, so Livestreams finde ich auch mal nicht schlecht. Das ist ein bisschen abwechslungsreicher, oder? Ich muss mal ein bisschen trocknen, glaube ich. Vielen, vielen Dank an Smurfy für 50 Euro. Liebe Grüße an euch dieses Jahr. Es war noch nicht ganz rum, aber... Digga, das ist halt komplett am Kleben jetzt alles, ne? Was klebt? Das Stativ. Ja, der Stuhl nicht klebt. Aber... Aber ich wollte euch aber danken für alle Arbeit und Herzblut, die ihr in eure Videos und Projekte immer reinsteckt. Ein großes Danke für alles. Dankeschön, Smurfy, für 50 Euro, Leute. Vielen, vielen Dank. Einfach noch heftig, was hier wieder rumkommt. Danke, Smurfy. Hey. Auch am Psycho Bro, herzlich willkommen, Team Pommes. Was ist eigentlich nach dem Livestream spenden? Livestream passiert, Tim nicht mehr zurückkommen. Verstehe ich nicht. Psycho Bro, herzlich willkommen Team Pommes. Mentos Mausi, danke für 10 Schweizer Franken. Ich bin immer noch sehr berührt vom Mobbing-Video. Gibt es momentan Momente, die dich an dir immer noch zweifeln lassen? Ja, meine Vergesslichkeit. Du musst die Party. Weißt du, was hilft bei Vergesslichkeit? Leichte Schläge auf den Hinterkopf. Das ist ein Hammer, Digga, verpiss dich. Nein, das ist eine Streichel. Kannst du bitte weggehen? Ja. Stell dir mal vor, die Schraube sitzt locker und das fliegt rum. Das ist ja nicht so. Okay. Ja, ja. Was? Simon, vielen, vielen Dank. Simon haut hier nochmal zweimal 21,99 Euro raus, Mann. Vielen, vielen Dank. Vielen lieben Dank, Simon. Und auch an alle neuen Mitglieder herzlich willkommen, auch an Gruselbuch herzlich willkommen. Ich versuche alles so möglich wie möglich abzudingsen, aber es ist ein bisschen schwierig. Ich mach mal gerade, solange ich gestehe. Boah, ich hab von gestern Abend noch einen Sitz. Was war denn gestern Abend los? Nichts. Achso. Mal gerade das Kabel hier rein. Wie lange streamt ihr? Wir streamen so lange, bis wir fertig sind mit Kochen. Genau. Überleg grad, sollen wir die auch beraten? Dreht man die? Kann man machen. Also wir können alles machen. Können wir mal versuchen, oder? Arschloch. Ich würde sogar warten, bis die fertig sind und dann braten wir
Ein Teil davon damit sammeln, ich habe jetzt einfach alle reingeknallt. Easy. Weißt du, wie sich Tote fühlt? Oh, fuck. Bleibt der Stream online. Der Stream wird morgen als Video hochgeladen, Freunde, als Weihnachtsgewitter-Video. Wollt ihr wissen, wer die Rote ist? Jetzt zeigt er sich wieder irgendwas aus. Ich? Geh! Alter! Kennst du den Film Hostel, wenn ich damit ganz gegen Schlange ist die Küche runtergezehrt? Wann holt sich Jan deine Katze? Jan. Ich hab sie schon! Digga, das sah so geil aus! Das würde ich auch gerne mal sehen. Oh, Jammer. Okay. Danke an Investment Rain, herzlich willkommen Team Pommes, und an Shani, herzlich willkommen Team Pommes, und vielen, vielen Dank an Greenie, der jetzt 10,99 € raushaut. Mir sind die Tränen beim Mobbing-Video gelaufen, da ich in der Mittelstufe auch gemobbt wurde. In der Mitte abgestochen. Ey. Wir fanden das tatsächlich echt krass, wie viele Leute von euch Erfahrung mit Mobbing haben. Wie viele Leute von euch. Ja, Tim, jetzt lassen wir es raus. Das Rotlicht ist angekommen. Ja. Nicht, dass wir noch gesperrt werden. Ja, oh, Lisa mag das. Ja, Rotlicht. Moment. Nee. Shelly haut hier auch nochmal 54 € aus. Shelly, vielen, vielen Dank. Letzte Spende für heute, zumindest hoffe ich es. Ihr könnt gerne mal mehr Kochstreams machen, die gefallen mir sehr. Unterhaltung pur hier. Liebe Grüße an euch zwei. Dankeschön, ja, ja. Shelly. Ja, wir haben uns halt schon öfter mal überlegt gehabt, ob wir nicht mal ein bisschen mehr Variationen in die Livestreams reinbringen. Und wenn das gut bei euch ankommt, kann man das natürlich nochmal machen. Weil irgendwann wird das Reacten auch ein bisschen langweilig, ne? Das stimmt. Danke an 5500 Zuschauer. Und wir haben aufgehört zu reacten, weil wir wollen euch nicht immer die Fresse von Revi antun. Wir leiden auch darunter. Die dauert aber ganz schön lang, ne? Denkst du, das liegt am Backpulver? Ja. Phoebe, tut mir leid, wenn ich deine Donation nicht gesehen habe. Ich guck mal gerade nach. Das ist echt schwierig. Ich würde sogar sagen, so langsam, das ist, könnte echt. Das, ja, das könnte langsam echt die Konsistenz von diesen Bandwürmern sein. Von diesen Ramen-Nudeln. Ach, so kann man sich die Donations einwünschen. Ah, Pascal, dir auch vielen, vielen Dank für 1 Cent. Ich sehe gerade, wie man sich die Donations richtig anzeigen lassen kann. Krass. Vorher mir Dank für 5 €. Das heißt FIP, du Hure. Echt? Nein. Oh, scheiße. Trotzdem dir vielen, vielen Dank. Und an eure Anti-Mobbing-Kampagne fand ich richtig cool auf Instagram. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen, Leute, falls euch das interessiert. Gießt du ab? Ja. Okay, hab ich drauf? Hab ich? Hast du? Hab ich? Ja? Ja? Nein! Doch! Es kommt gleich wieder ein bisschen. Weil die Konsistenz, die ist nicht spaghettihaft, die ist rahmenhaft. Rahmenhaft. Wie lange kochen wir jetzt eigentlich schon? 30 Minuten. Oh. Also schon lange jetzt, ne? Ja. Festgebrannt? Ja, nur ein bisschen, aber das kann ich einweichen. Das ist nicht schlimm. Mal, dass das dann hier die Anrichter anbrennt. Hey, die Konsistenz ist interessant. Wir kochen Rahmennudeln nochmal für alle, die neu dazugekommen sind. Ey, ohne Scheiß, ich finde dieses Sieb ist einfach so geil. Das findet Kai Pflaumen auch geil. Das ist Technik. Redet die Nudeln, reden die Nudeln mit dir? Nee, die blubbern. Oh. Was haltet ihr von 24 Stunden an Handschellen?
Also Autofahren werde ich damit nicht. Du willst jetzt SM-Spiele machen, ne? Jetzt schon? Warum liegt da ein Hammer? Ja, so also die Frage ist, bei wem in der Küche liegt kein Hammer, ne? Ja, wir benutzen den immer zum Backen. Jetzt weiß ich auch, warum das weiterkocht. Ich bin so blöd, der Herd ist ja noch an. Das ist ja schon echt traurig manchmal. Ach Jan, weißt du, wir sind keine Kochprofis, bei uns ist das schon mal okay. Was würdet ihr davon halten, mal etwas mit der Feuerwehr zu drehen? Darf ich da Feuer legen? Ich glaube nicht. Doch, doch, ich lege jetzt Feuer. Doch. Jan? Du willst deine blonden Haare doch loswerden. Ja, aber nicht auf diese Art. Dann werde ich meine roten los. Nein! Das Essen gleich an. Wir zeigen euch, welche gute Qualität unsere Pullis haben. Digga, du brennst das jetzt nicht an. Seht ihr, es verbrennt nicht. Alter! Jetzt habe ich mich angespuckt. Wisst ihr, was das ist? Der Tim raucht ganz, ganz viel. Das hat ihr hier vergessen. Das ist deine Küche. Meine Küche. Und wie erklärst du dir dann Sexspielsachen in meiner Küche? Warum hast du das hier liegen? Warum? Das ist das in meiner Küche. Zu gut. Okay. Gibt es Mazorett im Phantasialand? Also wenn die weiter die Preise erhöhen, bestimmt nicht. Ich bin behindert genug, um reinzukommen. Ja, ich muss dann aber zahlen. Ja, und das ist doch nicht mein Problem. Du die erhöhen ja auch, jetzt echt schon wieder die Preise. Du kannst ja auch von draußen zugucken am Zaun. Ja, Tourette ohne Tim. Ja. Tourette ohne Tim. Hier, warte. Die Bella hat 100 Euro rausgehauen, habe ich gerade gesehen. 100 Euro, wenn YouTube gerade nichts so will, müssen wir halt ein bisschen mit dem Stream supporten. Super Idee mit dem Kochstream. Dankeschön, das freut uns sehr. Vielen, vielen Dank für 100 Euro, Mibel. Auch danke für deinen Support. Vielen, vielen lieben Dank, Mibel. Dankeschön. Und alle Hashtag im Team Pommes in den Chat für Mibel. Danke dir. Ja, YouTube ist halt YouTube, ne? Manche verstehen, dass Jan eine Krankheit hat, manche verstehen es nicht. Und manche gehören sich dran auf. Ja, das soll es auch geben. Ja, einer heißt einfach. Ich doch nicht. Denkst du, ich leg an? Ich meine den hinter dir. Das ist der Thorsten. Quentin ist doch gar nicht hier, nicht was? Leute, könnt ihr mal bitte... Leute, könnt ihr mal bitte alle auf Quentins Instagram-Profil gehen und dem Thorsten schreiben? Geht bitte alle auf Quentins Instagram-Profil und schreibt ihm, kein Mensch will ein Tadeo sein. Bitte macht das wirklich. Will Tim seine Haare echt loswerden? Ja, ich bin wirklich am Überlegen, das blond wegzumachen. Hat eigentlich jeder Tourette-Erkrankte zwangsläufig ADHS? Nein, zwangsläufig nicht, aber ADS oder ADHS ist eine der häufigsten Begleiterkrankungen von Tourette. Also ich habe mal gehört, dass sogar bis zu 80% das noch begleitet haben. Meistens ADHS, kann aber in manchen Fällen auch nur ADS sein. Wie Quentin auf Insta heißt, ihr guckt einfach mal bei unseren Followern und dann guckt Quentin einfach... Quentin heißt auch bei Insta Quentin. Ja genau, Quentin Kühne, Quentin müsst ihr mal gucken. So, jetzt machen wir... Jan, was ist der nächste Schritt? Ich muss jetzt sagen, ich freestyle jetzt ein bisschen wie beim Friseur. Und zwar... Was habe ich denn... Ah ja, wir machen jetzt Sprossen, Eier und Ramen-Nudeln. Als Beilage, ne? Wir klatschen da zusammen, wenn wir das anbraten. Sollen wir? Ja, oder? Ja. Billie Eilish hat auch Tourette, ja. Das stimmt. Kein Mensch will eine Billie Eilish sein. Außer Billie Eilish. Jeder Mensch will eine Billie Eilish sein, glaube ich. Greenie, danke, herzlich willkommen, Team Pommes. Und danke an Sophie Turing für... Das ist ein Boomerang. Nein! Was war das? Ach, das war das. Ich habe gedacht, du hast mir einen Boomerang ins Gesicht geworfen. Macht ihr noch mal einen Stream mit euren Mamas. Ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die bei den beiden vermisst. Kein Mensch will ein Tadeus sein. Aua, nicht hauen. Au! Nicht das schöne Gemälde kaputt machen. Guckt ihr Harry Potter? Das wurde jetzt schon öfter... Welcher ist euer Lieblingscharakter?
Hau raus, Jan. Ich guck kein Harry Potter tatsächlich, aber ich mag Harry Potter gerne als Charakter. Mit der Antwort kann man nicht was falsch machen. Ich bin halt eben diplomatisch. Ich finde Voldemort am coolsten. Ich mag Tadeus. Den gibt's da nicht. Es gibt ihn. Nein. Ich weiß ja nicht, was von Harry Potter. Harry Potter und der viereckige Schrank. Aua. So sehr tut das nicht weh. Hat es gepitcht an der Lippe? Das war zum Glück. Das war eigentlich noch relativ angenehm, weil es so ein Gummiding ist. Wenn es Metall wäre, wäre es uncooler gewesen. Ach, nee. Ja, so seht ihr mal live von den Farben, was beim Kochen wirklich passiert. Ihr wollt jetzt alle Uncut. Ihr kriegt das Uncut. Ihr kriegt das Uncut. Wenn jetzt noch jemand behauptet, wir würden... Soll ich damit an jemand ans andere Bettete gehen? Ich hab... weiß nicht... Ich hab zu lange gebraucht, um das zu checken. Okay. Welches Harry Potter Haus wärt ihr? Ich wär Slytherin auf jeden Fall. Weil ich finde irgendwie bei Filmen die Bösen immer cooler. Hat er wirklich Tourette? Ja. Nein, Diabetes Mellitus Typ 2. Kannst du das auch an die Decke werfen und wieder auffangen? Nein, das mag ich besser nicht. Sonst kriege ich ja auch die Kaution nicht mehr zurück. Oh nein. So, wir brauchen einen Knöpfer. Den Hammer, denke ich. Vielen, vielen Dank an Greenie. Herzlich willkommen, Team Pommes. Auch danke an Sophie nochmal für euren... Nein, Mensch, wer kann Tadeus sein? Herzlich willkommen, Team Pommes Aaron. Und danke an Cindy Olga. Herzlich willkommen, Team Pommes. So, ich bin auch Slytherin. Leute, schreibt mal alle in den Chat, was für ein... Wir haben fast 6000 Zuschauer. Ich bin Syphilis. Oh, ist stehen geblieben. Aus Versehen, mein Akku ist fast leer. Muss ich gleich mal anschließen. Kein Mensch will Tadeus sein. Ja, und ich habe eine kurze Frage. Ja? Warum haben wir jetzt hier Nudeln und da auch? Ich mach das häufchenweise, ne? Aber wir müssen doch noch das Ei machen und die Sojasprossen. Ja, ich mach das. Hm. Ich esse dann auch das Lied gar nicht. Na gut. Ach, jetzt weiß ich, warum es hier nicht so hell ist, weil du direkt vorm Licht stehst. Oh. Ich hab mich schon die ganze Zeit gewundert. Ich mich auch. Und weil ich da das Licht ausgeschaltet habe. Kein Mensch will ein blöder Affe sein. Gibt es noch das Weihnachtspaket? Ne, dieses Jahr nicht mehr. Wir wollten es dieses Jahr erstmal mit wenigeren ausprobieren, weil wir nicht wussten, ob ihr Interesse an sowas habt. Aber nächstes Jahr werden es dann mehr und dann kriegen auch hoffentlich mehr Leute was ab. Falls ihr uns dann überhaupt noch sehen wollt. Peace. Natürlich wollen die das. Weiß ich nicht. Ich hätte die von meinem Geistheim besucht. Oh oh. War das der Skispringer? Der war lang nicht mehr da. Stimmt, der Skispringer, den hat man nicht mal gesehen seit Anno Juni 2000. Seit Anno? Das war doch echt so, dieser Skispringer, als du bei Kiss FM angekommen, dann ging es immer so, ne? Irgendwann haben wir alle mitgemacht. Darf ich den auch mal ausprobieren? Ja. Ich will auch mal den Skispringer machen. Also, warte, so also die Kamera. Man muss das irgendwie durchstrecken. Komm, mach den Skispringer. Ja, und er fliegt. Oh, er ist behindert. Oh, oh. Kann ich jetzt aufhören? Nein. Nein. Nein, Tourette kann nicht lebensbedrohlich sein. Ja, ich weiß auch nicht, was der da für komische Bewegungen macht. Ich hab dich nachgemacht. Nein, ich stand da gar nicht. Ich hab dich nur veräppelt. Nee, 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 nee. Ja, ich würde noch ein bisschen von der unbekannten Marke nehmen. Okay, ich trinke tatsächlich ein bisschen Leitungswasser. Triggert sich Gisela manchmal auch selber. Danke an 6000 Zuschauer. Woo! Danke. Danke. Also, wenn meine Ticks sich gegenseitig so ein bisschen hochpushen, würde ich sagen, ja. Leute, wie ist eigentlich die Audio- bzw. Videoqualität? Ja. Ich hoffe nämlich gut, ich will das. Sonst wäre es echt scheiße, wenn wir das nicht hochladen können. Das ist nämlich wirklich witzig. Tim, hör auf, Jan zu triggern. Ich mach doch gar nicht. Nix.
Wir wollten ja generell, Leute, mehr so welche Streams machen. Nur bin ich leider seit 3 Wochen nicht in der Lage dazu, einen vernünftigen Vertrag abzuschließen, weil ich dumm bin. Danke. Tim, die Community kennt das Problem mit deiner Dummheit. Ich kenne das. Mama und Papa kennen das. Selbst der Papst kennt das. Wollen wir eigentlich jetzt sowas in die Pfanne reinhauen? Das brutzelt ja nicht mal. Ich mach's mal heißer. Ich mach da gleich noch ein bisschen Öl rein. Ob ich mir ein Aquarium holen wollte? Ja, Leute, das Ding ist mit dem Aquarium, dass das Aquarium, was ich holen wollte, muss ich einen Statiker für kommen lassen, weil es sonst sein kann, dass meine Decke meinen Boden einbricht. Und das wäre jetzt nicht so geil. Irgendwie ungeil. Guck mal, hier steht auf dem Gewürzschiene drauf. Das haben wir in meiner Einweihung hier Lesus gestellt. Und wir machen ja was Asiatisches. Da ist man doch mit China. Mit Chile oder mit China? China. Ach, da steht China drauf, zeig mal. Krass. Ching Chong Kong. Ja, ein lustiges weißes Kind, was sich lustig machen was, ja. Nee, aber for real, hast du noch so ein Kissen hier? Nee, ne? Ich glaube nicht. Nee. Zu deiner Mom gegeben. Ja, die habe ich meiner Mom gegeben. Und das andere habe ich meiner Mutter gegeben. Danke nochmal an Katerzahn für 8 Euro. Fand euer Mobbing-Video super, hätte mir auch solche Unterstützung gewünscht, wie du sie hattest. Ich wurde fast die ganze Schulzeit über gemobbt. Das ist echt mies. Ja, Kinder sind echt scheiße, muss man leider dazu sagen. Ist so. Also nicht Kinder an sich, sondern Kinder können halt richtig gemein sein, das wollte ich damit sagen. Kinder an sich mag ich. Ich habe ja letztens sogar geträumt, dass ich schwanger bin. Mhm. Hast du es gehört? Hast du es dir angeguckt? Das hast du mir erzählt. Ich habe geträumt, dass ich durch einen Kaiserschnitt ein Kind zur Welt gebracht habe. Nee, gut, anders ist es ja auch schwierig, ne? Stimmt. Deswegen, ich dachte aber früher, dass es Kinder gibt, die auch hinten rum rauskommen können. Ehrlich, jetzt zugeben, dass als ich klein war, dachte ich, dass jedes Kind durch den Hintern zur Welt kommt. Ja. Ich dachte, das ist normal. Bei manchen ist es wirklich so. Baby, der Spaß. Grüße Sebastian. ob ich mich von der Chile erholt habe. Ja, man muss dazu sagen. Sagen wir so, der hat sich nicht erholt, deswegen hat er einen Kaiserschnitt bekommen. Nee, deswegen zum Glück nicht. Die hat bei mir so hart reingeschallert, dass ich direkt das Mikro weggeworfen habe und auf Toilette kotzen gegangen bin. Und danach hatte ich das Gefühl, ich kriege einen Herzinfarkt. Das war irgendwie. Oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, du bist wunderbar. Der hat meinen aus der Säcke geknallt. Oh, Jesus, oh, Jesus. Nee, auf jeden Fall war das ja so, ich vertrag halt noch nicht mal Western Potatoes von der Schärfe her. Und Tabasco auch nicht. Und Tabasco hat ja irgendwas. Entschuldigung. Tabasco hat ja irgendwas unter 1000. Und das hatte irgendwie 1,2 Millionen. Und deswegen war ich da erstmal so 2 Tage tot. Mocked out. Da war vorbei. So, aber es geht mit dem Kochen weiter. Was überlegst du? Dann könnt ihr jetzt da rein, ne? Das sind Sojasprossen. Oder kommen die am Ende? Wir machen jetzt ein bisschen und am Ende nochmal. Ja, das hört sich der Lukas den ganzen Tag an. Akzeptiert ihr LGBTQ? Habe ich es richtig ausgesprochen? Ja. Ja, ja. Also, Jan ist ja selber ein Teil davon, also deswegen auf jeden Fall. Ich gehöre mit dazu. Zur Gang. Ich bin das G bei LGBT für die Gang. Was wurde aus der Feuerwehrrechnung, Jan? Tatsächlich ist diese Rechnung niemals zustande gekommen. Ich habe ja durch diese Zwangshandlung diesen Feuerlärm ausgelöst da in diesem Landkreis und davon war die Polizei so semi-begeistert und die haben dann beschlossen, mich nach Hause zu schicken. Der Veranstalter hat sich ja wirklich noch dafür eingesetzt, dass ich beim Festival bleiben darf, aber der Landkreis wollte das nicht und die haben mich dann heimgeschickt und der Land bedroht, dass ich da eine Anzeige und eine Rechnung kriege. Das ist aber beides nie gekommen, wird es auch nicht. Die haben, naja, ich glaube, aus der Motzigkeit heraus ein bisschen geflirtet. Naja. Also aus der Rechnung ist nichts geworden. Sollen wir das Ei da einfach draufknallen? Ja. Eins oder mehrere. Ich habe jetzt 3 geholt. Ich wusste nicht, ob das zu viel oder zu wenig ist. Wusstest du was? Ich habe auch 3 Eier. In meiner Hand. Ich wollte schon sagen, ich glaube nicht, dass das normal ist. So, jetzt seht ihr, wie gut Jan das zügeln kann. Mittlerweile.
Tschuk. Nummer 1. Der Tim kann das nicht. Ich kann's halt wirklich nicht. Ja, na, ist okay. Nein, lass mich Jan. Tanzen. Jan. Wo ist der Hammer? Nein. Und? Ach, A. Nein. A. Nein. A. Lass das A, lass das Ei bei dir. A. Mach A. Nee. Mach A, siehst du, das passiert dann. Mach A, sonst krieg ich das nicht. Was kocht ihr? Wir kochen Rahmnudeln. Danke an über 6000 Leute, die sich diesen Livestream angucken. Das ist ein Kochstream, ganz professionell. Schreibt mal in den Chat, sollen wir sowas öfter machen? Findet ihr das besser als Reactions und sowas? Weil dann können wir das gerne nochmal machen. Oh, Jesus, oh. Muss ich jetzt? Ja. Ich sehe das schon wieder, das wird wieder gesperrt. Hi YouTube-Mitarbeiter, der dieses Video überprüft. Dankeschön, dass du alle Videos von uns sperrst. Kannst du auch, wenn das ist Metall, das ist nicht so... Schreib die 1 in den Chat, wenn ich ihn leiden soll. Wenn du ihn leiden sollst? Wenn ich dich quälen soll. Kannst du kein Deutsch mehr? Schreib die 1. Er schreibt direkt nein! Komm, lass mich mal bitte los. Interaktion mit der Community. Manchmal habe ich das Gefühl, du bist ein bisschen loco. Bitte? Loco? Du sprichst jetzt sogar Spanisch mit mir. Nariva! Du erinnerst mich ein bisschen an Mr. Krabs. Hören Sie es, Mr. Krabs? Hören Sie es, Mr. Krabs? Hören Sie es? Alter. Okay, Leute, das waren jetzt genug Eins, das reicht jetzt. Es sind nie genug Eins. Wollten wir nicht 3 Eier reinmachen? Ich nehme mir eins von dir. Das ist die Tür verschlossen. Schöner Küchentisch, was ist denn den her? Jan. Warum machst du jetzt das Licht aus? Sitz! Die Stelle ist perfekt mit Schatten. Au! Au! Pack das Ding weg! Okay, wir können weiter kochen. Oh, ich habe den Hintergrund aus Versehen abgefilmt. Das ist uncool. Ich sollte lieber nicht den Fernseher zeigen. Warum? Ja, Copyright. Achso, ja, das kann man ja wegmachen. Ach so, wir sind. Das kann man nicht wegmachen, wir sind live. Ja, nein, wir einfach gerade das Ja, da läuft Fuck You Goethe, für die, die es interessiert. Guter Film, könnt ihr vorbeischauen. Bitte nicht striken, danke. So, und die Nummer 3. 3. Sehr schön. Ja, läuft doch. Ja, ich würde sagen, da kommt mal Salz rein. Ja, ein bisschen Salz kannst du machen. Ein bisschen geht. Ein bisschen geht wirklich. Und Poco Loco, ja. También. Yo también. Ich dachte schon, Gisela fängt jetzt wieder mit Fremddings an. Waren die 4 Finger Absicht? Ja. Kennt ihr das nicht von Jorge González? 3. Drei. Spaß. 3. Ein bisschen Käse für den Kick. Sollen wir Käse reinmachen? Nee, das ist, ich habe auch keinen Käse hier. Ah ja, okay. Kein Käse hier. Kein Käse hier, aber Hirnmasse. So, in was für Lichter kann man eigentlich hier diese wunderbare Küche einstellen? In alle Farben, die dort zu sehen sind. Gelb, genau. Hier ist es orange, ne? Das geht nicht. Na, du musst es hier oben in die Richtung halten. Und die Intensität kannst du hier einstellen. Also ich glaube, hier geht es heller und hier dunkler. Aber es ist jetzt schon ganz hell. Ach, das ist an? Ja. Ach so, wahrscheinlich, weil ich so eine helle Farbe genommen habe, ne? Nee, es ist halt auch, weil wir da einen Scheinwerfer stehen haben. Das kommt nicht so sehr durch. Bin mal gespannt, ob Quentin jetzt wirklich Nachrichten kriegt. Das fände ich so witzig. Ich muss ehrlich sagen, so scheiße sieht das nicht aus, ne? Nee. Nee. Warum läufst du immer so zielstrebig?
Ich wollte eigentlich mal das Handy aufladen. Hier ist die Grenze. Hier ist die Grenze erreicht. Also. Ihre Schrödinger. 6500 Menschen am Start, Alter. Krass. Schreibt noch mal gerade in den Chat, geht die Qualität so fit? Also ist Audio und Video gut? Tim, wie gehst du mit Jans Tourette um? Manchmal laufe ich, manchmal verstecke ich mich. Nein, Spaß. Nein, ganz normal. Also mittlerweile bin ich auf jeden Fall, ich denke, alle in unserem Freundeskreis und Familie auch daran gewöhnt, dass es so ist. Und wenn man nicht gerade angegriffen wird, ignoriert man es eigentlich, glaube ich. Also dann fällt es einem nicht mehr so auf. Was sagst du dazu? Das sehe ich genauso. Das ist echt, also eine sehr positive Entwicklung. So wie du doof. Jan ist manchmal etwas leise. Ja, das ist, glaube ich, wegen der Entfernung. Ja, das kann sein. Aber ich kann mich auch also versuchen, mich darauf länger zu konzentrieren, dass ich lauter spreche. Alter. Ton ist zu leise. Ja, Leute, wir geben unser Bestes. Mann, beruhigt euch doch mal ein bisschen. Machst du wieder November, weil dein ganzer Bart ist wieder gewachsen? Ach, du hast ja gar keinen. Ah! Ich habe wieder voll die Pickel gekriegt. Das ist viel schlimmer. Ich habe sogar auch einen. Ja, einen. Den habe ich aber kaputt gekratzt. Ich habe 12. Pickelstärke, Heiko, noch, Mann. Habt ihr Pflanzen in der Wohnung? Ich habe mir zwei kleine, Blumenvasen gekauft. die eine fürs Wohnzimmer, die andere im Gästezimmer. Und da wollte ich so kleine Pflanzen reintun. Aber ich habe gesehen, dass diese Blumenvasen, die ich für Blumenvasen... Dass diese Blumenvasen... die ich für Blumenvasen gehalten habe, das sind einfach nur Behältnisse für Stifte etc. Das heißt, da ist unten keine Öffnung drin. Ich kann da nur unechte Blumen reinmachen. Und das werde ich auch tun. Eine steht neben dem Fernseher, die andere im Gästezimmer. Tim, sag mal, dass Jan cool ist. Jan ist cool. Danke. Oh. So. Das sieht doch schon fast fertig aus. Ich würde sagen, der ist fertig. Das ist hier noch was flüssig, ne? Nee. Soll ich mal ein paar Teller auf den Tisch knallen? Ich würde sagen, zwei reichen sogar für uns. Und ich würde das aber auch hier servieren, oder? Da? Also auf die Teller machen. Ja. Ich hab drüber. Achso, ja, dann mach das. Ich hab jetzt gerade sauber die kleinen Teller, was passiert. Leute. Dann sind wir gleich schon durch mit unserem Kochstream für heute. Schreibt uns gerne nochmal auf, also wir probieren das jetzt noch und alles, aber schreibt uns gerne mal auf Instagram und so, ob euch das Ganze gefallen hat und ob es Spaß gemacht hat. Das vielleicht mal häufiger, weil das war eigentlich ganz cool. Ist mal was anderes. Das ist dann durchaus anders. Durchaus. Ja. Und wir sind einfach mal die ganze Zeit 2000... Mal gibt einen Sexstream. Nee, aber nicht auf der Plattform hier. Was ist eure Meinung zu Trump? Ende. Spaß. Ja, sozusagen die erwachsene Version davon, von dem Kind, was im Kindergarten nicht verlieren konnte und dann rumgeschrien hat und mit Sand geworfen hat. Ja, Mann. Ich war das Kind nicht. Mehr muss man nicht hinzufügen. Ja, ich finde das auch unterhaltsamer als Reactions auf Dauer zu machen. Da habt ihr recht. Und vor allem können wir hier halt dann noch Content für den Kanal draus ziehen. Für die Leute, die es halt noch nicht gesehen haben und müssen uns keine Sorgen machen, dass da nachher irgendwas passiert, ne? Deswegen, wie Bell schreibt, ich schreib's dir auch hier, Kochstream war super. Danke nochmal für 25 Euro. Vielen lieben Dank, wie Bell, das freut uns beide sehr. Was ist das für ein Bild vom Hintergrund? Meint ihr das oder meint ihr das? Das sind beides Geschenke von Abonnenten. So unnötig, man hat das eh die ganze Zeit gesehen. Nein, ich wollte es nur... Ach so, ja, stimmt. So, das haben wir auf unserem Live-Show bekommen, beim verflixten Dinner. Und ja, frag mich, warum bei mir in der Küche ein Hammer rumliegt beim Kochen. Und das ist auch vom Live-Event. Das war echt sehr, war ein super guter Tag. Das ist echt krass. Mich würde auch mal interessieren, wer das gezeichnet hat. Weil mir fallen auch immer wieder so neue Details auf, ne? Ja, das stimmt. Crazy. Und ich weiß sogar, ich kann mir gut vorstellen, von welchem originalen Bild das so inspiriert ist, was ich bei meinem Insta hochgeladen habe. Ich auch, wo du das vom Rhein? Genau, am Rhein, am Ufer. Chico Bello.
So, dann servier mal. Schöne Teller. Alter, das ist ja alles neu. Krass. Sieht voll schön aus. Ja, ich habe die auch noch in groß, aber die wasche ich vorher noch. Das ist gut. Ja, genau. Ich habe einiges umgeändert. Wir können so in 9 Jahren vielleicht noch mal so, wenn ihr Lust habt, eine kleine Roomtour machen. Wie ich echt alles so verändert habe. Das ist halt, wenn man zu lange im Lockdown eingesperrt ist, dann kommt man auf kreative Ideen. So, jetzt gleich mal ein kleiner Foodporn für euch, Leute. Seid ehrlich, es sieht doch nicht schlecht aus, oder? Und wenn es jetzt von unten verbrannt ist, ist das ein Mega-Fail, der live übertragen wird. Lul, die sind nicht verbrannt. Ist so ein bisschen knusprig. Das sollte aber gut sein, oder? Also einer hat 2 Eier. Und der? Der andere hat nur 1. Das stimmt sogar. So. Woher ist das schwarze Geschirr? Von West Wing. Ich habe davon... Also sind keine Werbung an der Stelle? An dieser Stelle kein Placement. Ich habe das bestellt bei West Wing in klein und in groß. Und das schwarze Besteck habe ich da auch bestellt. Warte, sollen wir es... Also probieren wir es da oder da? So. Was sagst du? Weil da würde ich die Kamera festmachen, weil ich habe nur noch 10% Akku. Ja, sorry, hat kurz... Dann machen wir es am Esstisch, wenn das einfacher ist. Sorry Leute, ist ganz kurz stehen geblieben, weil ich noch 10% Akku habe. Ich stecke mal ganz schnell das Kabel ins Handy, sonst war es halt nämlich gleich mit dem Stream. So, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt auflädt. Ich stecke es nochmal so rum rein. Moment, ich muss mal ganz kurz, ganz scheiße das Handy in die Hand nehmen. Ja! Ich habe keine Ahnung, ob das auflädt, ich denke mal schon. Oh, das ist jetzt perfekt. Was denn? Nix. Lass es da probieren. Okay. Dann kannst du mir kurz das Ding geben, was du gerade in den Ofen, in den Teller, in den, boah, Deutsch, in den Topf gestinkst hast. Das. Ah, ich dachte, du redest über das Essen. Nee, nee. Danke. Dreh ich das kurz. Sorry, das Stativ ist gerade überfordert. Die Rolex. So, Leute. Nochmal, es ist keine Rolex. Es ist eine Tommy Hilfiger Uhr, die ich schon seit meiner Sunny-Ausbildung habe. Und es ist ein Geschenk von seinen Eltern. Deswegen trägt er das auch die ganze Zeit. Das stimmt. Familiengeschenke behält man ja in Ehren. So, ich bin gerade das Ding am dran schrauben. Ich wundere, dass es... War sie noch vor kurzem in meinem Anus? Das weiß ich nicht. Sie, die Uhr. Ach so, gut, dass es nicht zu Missverständnissen kommt an dieser Stelle. Wichtig. So, gucken, ob ich das hier hinstellen kann, ohne dass das Handy umfällt. Wir werden es herausfinden. Achtung, kurz Nahaufnahme von meinem Gesicht, nicht erschrecken. Gut, das funktioniert schon mal blendend. Klasse. Sollen wir das einfach so lassen? Ich glaube, da sind dann eventuell die Teller nicht drauf. Warte, ich mache. Oder wir müssen es schnell machen und dann geht das Handy aus. Leute, wir machen mal ganz schnell hier eine Kostprobe, weil dann werde ich den Stream beenden müssen, weil mein Handy sich sonst verabschiedet. Ihr seht schon, da funktioniert gerade schon einiges wieder nicht. So. So, denkst du, wir sind so beide drauf, bestimmt, oder? Ja, kannst dann auch. Also, so. Mein, wir sehen uns ja dann selber. So, dann mal. Wir probieren mal schnell und dann ist es vorbei, weil sonst ist das Akku leer. Okay, dann ab mit guten Appetit. Soll ich da Ketchup drauf machen? Was? Das ist asiatisch. Ja. Also, wenn du willst, ja, wenn du möchtest, kannst du das machen. Ich probiere es mal. Wenn es dir schmeckt, ansonsten kannst du auch noch nachwürzen. Ich habe es noch nie gegessen. Krass, dass wir die ganze Zeit so viele Leute sind, heftig. Mit noch Ei. Noch gar nichts. Nee, ne? Nee. Ich guck Ketchup. Ich würz das noch. Ja, also super Gericht an der Stelle. Dein Ketchup müsste oben, ach, den hast du schon gefunden, ne? Den sehe ich auf den ersten Blick. Genau, der Ketchup, der bei mir im Kühlschrank ist, der gehört nämlich dem Tim, er hat den auch mit hierher gebracht. Der ist am Eisen. So, ein bisschen Ketchup, hat noch niemandem geschadet. Hört ihr uns gut? Ich denke mal schon, oder? Ketchup drauf und gut ist, ja, siehst du, so einfach ist das Ganze. Willst du noch was trinken, Tim? Ja, machen wir noch eine Cola und leckeres Zeug. Machen
machen wir noch kurz ein Thumbnail. Und da war es dann, Freunde. Schau mal, an der Stelle vielen, vielen Dank für alle, die am Start waren. Einfach nur krass, wie viele Leute heute wieder am Start sind. 6500 Menschen. Achso, ich dachte gerade. 6500 Leute wieder hier dabei gewesen. Vielen, vielen Dank. Schreibt uns per Instagram oder unter unserem neuen Video. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Was haben wir nochmal hochgeladen heute? Ich hab's vergessen. Wir machen, also, wer weiß denn sowas? Genau, in der. Sorry, ist endlich ARD oder ZDF? Ich meine ZDF, ARD. Ich meine ARD. Ich bin ganz ehrlich, auf jeden Fall Show mit Kai Pflaume, wer weiß denn sowas, auf dem ARD. Es wird ausgestrahlt am 5. Februar 2021. Oh fuck, war das stehen geblieben. Und wir werden. Kannst du die hören? Ich glaube, ich gerade nicht. Es wird ausgestrahlt am 5. Februar 2021. Also wer weiß denn sowas mit Kai Pflaume? Wir werden euch ja nochmal informieren, weil da haben wir dran teilgenommen. Und dann werdet ihr auch erfahren, welches Team gewonnen hat, weil wir haben nämlich gegeneinander gespielt. Komm, machen wir gerade so ein schönes Thumbnail-Bild. Wo man das Essen sieht. So Leute, so sieht's aus. So, jetzt noch einmal probieren. Mit Ketchup ist es besser. Ich kann dir auch Messer geben, ne? Auch gut. Nee, schon Messer. So, warte. Hat's dir denn gefallen? Hat's dir geschmeckt? Ja, es war voll interessant. Falls ihr das Gericht haben wollt, das Rezept, wir haben keins. Deswegen. Ich kann es als ersten Kommentar mal hinschreiben. Halt euch genau sagen, was wir verwendet haben. Deswegen, wir hoffen, dass euch dieser Stream gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Stream wieder. Schreibt uns mal in die Kommentare. Das Video wird ja morgen um 18 Uhr hochgeladen. Ob es euch gefallen hat. Und bis dahin wünschen wir euch allen noch einen schönen, schönen Abend. Und guten Appetit bei dem, was ihr so macht. What the fuck? Und macht's gut. Tschüss. Tschüss, macht's gut.